Wir wollen heute zum ersten Mal die 8000 Trophäen in Clash Royale erreichen. Doch dabei muss ich jede Runde ein neues Deck von Zuschauern kopieren. Das erste Deck des Tages und wir haben... Oh Gott, 2,3 Elixier. Dankeschön. Wir nehmen auf jeden Fall die Feuerwerkerin. Ja, ja, ja. Okay, ja, wird witzig werden. Okay, allererstes Game. Ja, sehr speziell. Vor allem mit schnellen Cycle-Decks. Aber wobei, es ist sogar gar nicht mal so schlecht. Dadurch, dass die Feuerwerkerin aktuell so unfassbar broken ist, könnte das sogar ziemlich nice werden, ehrlich gesagt. Also mal schauen. Wir nehmen mal Spear-Ups rein. Das wird interessant werden. Also, so viel ist, glaube ich, klar. Feuerball muss er schon mal drauf haben. Das ist gut für uns. Bringen wir die Skarmie? Wir haben schon mal ein bisschen Damage. Schade, dass wir nicht beide, oh Gott, beide Evos haben können. Aber immer wenn er zappt, ist eigentlich perfekt. Dann können wir direkt mit Koboldfoss reingehen. Und Elektrogeist, okay. Was macht er denn? Das war ja viel zu spät. Okay, sehr gut für uns. Also, wir haben jetzt gleich schon mal die... Okay, das ist gar nicht gut. Das kann auch vor allem extrem gut zappen. Mir bitte zappen. Ja, das war nicht gut. Bisschen kurz gepennt, aber wir haben die Evolution zumindest im Cycle und er hat jetzt hier keinen Zap gehabt. Okay, wir haben mehr Damage. Ich habe ein bisschen gepennt gerade, muss ich sagen. Wir bringen ja schon Skellies davor und noch Speargobs. Ich will auf jeden Fall die Prinzessin beschützen. Prinzessin beschützen, einfach wichtig. Sehr, sehr gut, passt auf. Jetzt bringen wir eine Skarmie davor. Jetzt hat er keinen Zap und wir haben die Evolution. Ey, das erste Deck ist schon so Premium einfach nur. Wir bringen direkt das Koboldfass rein. Und er ist outraged, er hat den Bombenturm gefailed. Das gibt's jetzt nicht. Okay, das tut ihm jetzt richtig weh. Ja, lass dir mal zum ersten Mal die Evolution eigentlich spielen. Müssen eh irgendwas spielen, dann... Alter! ETF! Den Feuerball! Aber was hat... Wie schlecht ist die Evolution gerade gewesen? Hilfe, der gar nicht getroffen. Er hat gesappt, Leute, rein da! Oh, King ist an, egal, die schießt nicht mehr. Egal, jetzt Spam. Irgendwie rein. Bombenturm kommt. Wir bringen den Feuerwehrkern auf den Bombenturm. Der wird so... Oh mein Gott, wenn wir da die Evolution gehabt... Als ob die Range ausreicht, lol. Wir machen jetzt den Play hier, bringen schnell das Skarmi. Er wird wahrscheinlich jetzt schnell serben. Oh, mieser Elektrogeist für uns. Wir warten schnell ab, bringen jetzt die Kobolde. Ja, das sieht trotzdem gut aus. Nächstes Koboldfass. Ey, intensives erstes Game, muss man wirklich sagen. Wenn jetzt die Feuerwehrkrennen einen guten Job macht, wäre super. Wir bringen noch Skellies sogar davor zum Beschützen. Jawohl. Wichtig, wichtige Skellies. Nicht zu krass beschützen, einfach nur so ein bisschen. Dann jetzt hier die Skarmi rein. Wunderbar, sehr, sehr gutes Timing. Jetzt hier die Goblins rein, die kann auch nicht wegserben vor allem. Und immer wenn der Sepp raus ist, schön reingehen. Das ist das Wichtigste. So, erstes Koboldfass. Und zweites Koboldfass. Das ist eine Freude für den Gegner. Und jetzt theoretisch... Ne, wir bringen noch nicht die Evolution sogar, würde ich sagen. Ich würde jetzt die Evolution hier aber bringen. So, zack. Skellies immer davor. Muss es eigentlich einen Feuerball oder sowas bringen. Prinzessin andere Lane. Oh, das wird zu mies für ihn werden. Das war's. Das war's schon. Ey, erstes Game. Sehr ekliges Deck. Aber gefällt mir. Okay, wir kriegen die erste Truhe. Wir kriegen eine Goldtruhe. Nehmen wir mit. Und eine weitere Goldruhe. Ey, und im Pass haben wir sogar schon einen legendären. Das ist geil. Da kriegen wir 1500 Joker für und noch eine Kronentruhe. Nice. Ja, ey, ich bin zu faul. Ich kann doch jetzt nicht 107 Mal da rumklicken. Ich habe 107 Masteries, die ich nie abgeholt habe. Okay, komm, wir setzen es mal ran. Wir setzen es mal ran und holen mal die ganzen Masteries ab. Jetzt gehen wir... Oh, das meine ich halt. Habt ihr es gesehen? Da haben wir sogar Joker bekommen. Oh, wir kriegen einen Champion. 4000... Okay, das ist wild. Das sind jedes Mal zwei, ich kreuze. Aber ey, es ist übel krass. Wir kriegen sogar noch einen Champion. Wir haben einfach Skelly King. Wie geil ist das denn bitte? Nochmal 4000. Ey, aber ist ohne Witz. Wir kriegen gerade übertrieben viel, hä? Ich habe total unterschätzt. Ich wusste nicht, dass wir die schon teilweise gemacht haben. Wie dumm. Nochmal, wir müssen mal schauen, wie viel wir am Ende jetzt haben gleich. Wieder 3000. Oh mein Gott, wir kriegen ja übel. Wie smart, dass ich die aufgehoben habe. Gut, das war nicht smart. Ich wusste ja nicht, dass Level 15 das so laufen würde. Kriegen wir jeden 3000? Ist das krank. Ach, 10 Minuten hat es gedauert. Wir kommen zu den letzten zwei Masteries. Einmal die Kanone und die letzte Mastery. Ungefähr 150 Stück waren das, die wir abgeholt haben. Teilweise auch zwei oder drei pro Karte. Wie viele Karten haben wir denn jetzt, will ich gerade wissen? Gehen zu den Gegenständen, wir scrollen runter. Jo, 132.000, hä? Wie gut. Wir haben bald die dritte Karte heute. Wen haben wir? Andi Apfel. Ey, du bist auf 7,6, du musst gut sein. Golem Nachthexe. Wieso dein Mega-Ritter? Warum? Warum? Okay, wir könnten Golem First Play machen. Mache ich es aber nicht, komm. Wäre jetzt ein bisschen arg dumm. Ich hoffe, er hat keinen Zap. Viele Hawkspieler haben... Ja, ich wollte gerade sagen, die meisten Hawkspieler haben nämlich keinen Zap. Zwei Hits, aber... Die waren unnötig. Mega-Ritter noch? Okay. Aber der Ius ist nice. Ich denke, ist der Level 15? Ne, es geht, oder? Okay. Ja, ich habe jetzt einfach noch einen Ius gesetzt. Oh, der war nicht gut.
Er sollte eigentlich den Konterpush jetzt starten. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Aber wir bringen auch noch Feuerwehrkern rein. Sehr gutes Timing, let's go. Die Feuerwehrkern war dafür da, dass wir die Evolution schneller cyclen. 1-1, ist okay, ist gut für Hawk. Digga, dieser Mega-Ritzer doch. Ja, er wollte auf den Hawk von mir predikten, auf den Dings von mir predikten. Habt ihr es gesehen? Er wollte predikten, dass wir was machen. Sehr, sehr gut. Das macht man sogar plus 3 Elixier. Die Minions waren völlig lost. Die beiden Türme helfen easy mit. Okay, jetzt perfektes Timing für den ersten Golem. Den bringen wir jetzt. Für den nächsten Golem. Ah, wir hätten doch nicht reingehen sollen. Bei Inferno ist halt immer schwierig, ne? Ihr seht ja jetzt. Ach du Kacke. Okay, okay. Was wir jetzt hoffen müssen. Wir schieben Bats erstmal rein. Gutes Timing für die Bats. Richtig, sehr gut. Ja, überlebt nicht. Iwus, bitte mach deinen Job. Ach, Kacke, dann ist Skami. Wieso hast du eigentlich keinen kleinen Spell in dein Deck gepackt? Erklär mir das bitte mal. Das ist eher die große Frage. Und wieso spielt der Gegner bitte Mini-Packer mit Inferno-Turm? Ich krieg so die Krise bei dem Deck, ne? Ich bring noch einen Iwus. Der war, glaube ich, ein bisschen lost, oder? Egal. Ich glaube, ich habe jetzt verloren, leider. Ich kann nichts machen. Das war bodenlos. Junge, wer spielt bitte... Komm, wir spielen einmal Golem. Er kommt mit Inferno-Turm Mini-Packer. Und vor allem noch mit Skami. Oh, wir hatten einen Zap drin, sehe ich gerade. Okay, dann nehme ich es zurück. Wir hatten einen Zap wenigstens. Rambok, hä? Nach hinten, okay. Interessanter Play. Wir gehen erstmal direkt selber rein. Wir machen den Play hier. Wir bringen jetzt hier einen Bombenturm, machen hier. So, das sind jetzt direkt hier die Plays. King ist an. Wunderschön. Genau so muss es aussehen. Sehr, sehr geil. Aditin auch ziemlich lost von ihm. Bring es direkt Mauerbrecher auf die andere Lane. Ja, perfekt. Einfach Druck machen. Er kann eigentlich nicht viel machen gegen Mauerbrecher. Er muss eine Menge einsetzen ansonsten. Mal schauen, was er jetzt machen wird. Genau, Iwus wird, glaube ich, nicht ausreichen. Er verkackt es. Oh mein Gott, let's go. Wichtige Connection. Wichtige Connection hier. Den können wir eigentlich immer connecten lassen. Das Ding ist, der macht uns ja gar nichts aus. Wir haben jetzt eh auf der Seite... Oh mein Gott, er verkackt. Und wenn wir jetzt auch noch Magie schützen... Gleich... Oh mein Gott, bitte. Er hat noch gesappt. Okay, einer. Eins... Zwei, drei. Hallo, Gegner? Was? Chillig. Oh mein Gott, der Value. Leider ist der Königsgeist dran gewesen. Das war jetzt ein bisschen unlucky. Okay, Bombenturm muss natürlich ein bisschen arg aufpassen. Ich würde sagen, ist hier nicht verkacken, Tunnelkrepper. Aber das Ding ist, mit dem aktivierten King Tower ist halt so krass. Ihr seht das hier. Ich meine, WTF, wie krank ist die Verteidigung? Boah, das ist so verzweifelt von dem, was er da macht. Spear aus Mitte. Also, das war jetzt ein bisschen eklig, aber es müsste eigentlich klar gehen. Wir können nämlich jetzt hier einfach einen Ritter und einen Lord bringen. Oh, pass auf, einfach so. Und der Packer macht nicht so viel. Jetzt machen wir einen richtig miesen Play und bringen einen Mauerprescher. Okay, das war verkackt. Das sollte eigentlich distracten, aber hat's nicht. Jetzt habe ich... Ah, jetzt verkacke ich gerade. Oh, das darf natürlich nicht passieren. Egal. Ist das denn? War das Magieschützen-Predict? Keine Ahnung. Ich glaube doch, ups. Das war, glaube ich, nicht der Plan. Mauerprescher und Tunnelkrepper wieder rein. Man muss es aufpassen, gerade eben, weil natürlich der überlebt hat. Oh, ah, der ist mal zurückgelaufen. Unlucky. Das war jetzt unlucky, schade. Okay, wir schalten jetzt erstmal diesen verdammten Magieschützen aus. Ich krieg die Krise von dem. Das nervt ja so hart. Okay, jetzt einfach hier Tunnelkrepper, Mauerprescher rein. Das muss ich ganz schön aufpassen. Das wird zurückgekitet. Jawohl, wichtig. Ja, Verteidigung hätte ich souveräner spielen können. Aber geht klar. Sehr schön. 7744. 5000 Saisonmarken. 500 Saisonmarken. Okay, nächstes Deck. Packer ohne Win-Condition, nur mit Drachen. Oh je, okay. Let's try. Okay, also das große Problem ist halt wirklich, wir haben halt keine Win-Condition, ne? Oh, schlechter Feuerball vom Gegner, zu spät. Sehr gut für uns schon mal, okay. Jetzt, das ist ein guter Packer, okay, sehr gut. Boah, ich weiß halt nicht, wie wir an den Turm rankommen wollen mit dem Deck. Wir haben halt wirklich gar nichts. Vielleicht ein Magieschützen, guter, bei Feuerball. Vielleicht haben wir Glück und er gibt uns Value. So, jetzt hier schon mal ein guter Magieschütze, bitte. Er trifft ganz genau nicht. Oh, Skami davor, Skami, Skami, Skami. Willst du mich verarschen? Du kannst alles treffen, du triffst... Er hätte alles treffen können, er trifft genau ihn, wahrscheinlich. Aber hat er zu wenig Elixier jetzt, oder? Jawohl. Ja, der Eis ist zwar nicht nötig, egal. Trotzdem bin ich sauer. Wie kann er genau das treffen? Das ist echt ein Joke. Hätte auf einen Packer warten können, egal. Er hätte alles treffen können, er trifft genau den Magieschützen. Hallo? Ich kann echt froh sein, dass gerade Doppel-Elixier-Phase ist. Ansonsten wäre das Ganze hässlich für ihn geworden. Ist er leider noch gestorben. Ich bin so doof. Das war natürlich jetzt der ultra schlechteste Play. Ich weiß halt nicht, wie wir Damage machen wollen. Ich weiß es halt wirklich nicht. Packer ticken zu spät. Wieder wird ein Hit geben. Jetzt ein fetter Magieschütze. Vielleicht. Jetzt. Zack, der ist schon mal dran. Der ist dran. Das ist so wichtiger Damage. Ja, hat nicht ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber egal. Er sollte keinen Hit kriegen dieses Mal. Passt auf. Zack, wunderbar, wichtig. So,
Was wir wirklich machen müssen, ist einfach Doppel-Lane-Druck. Der Gegner spielt eh ein bisschen lost, finde ich. Und das Den-Play, einfach mit einem Drachen dazu, einfach um irgendwie Druck zu machen, keine Ahnung. Einfach einfach total dumm. Einfach irgendwie so ein Play mal. Dass wir einfach ein bisschen Druck machen auf beiden Seiten. Hallo, Gegner? Das ist ja komplette Verzweiflung, was macht er denn da? Muss aufpassen. Jetzt gibt's einen Packer an die Brücke. Die Skami hat halb überlebt, aber nicht ganz, aber ich glaube, er muss sie nicht deffen, aber wenn wir einen Holzfäller dazu bringen, dann wird's gefährlich für ihn. Oh mein Gott. Beide Seiten. Packer ist dran, jawoll! Ey, ich weiß nicht, wie wir das gewonnen haben mit dem Deck. Wir kriegen auch so einen nicen Mortar-Emote. Eh nice. Hacker, Poison, Winterreiter dran. Finde ich gutes Deck. Oh, mit der Evolution. Ja, mit der Level 5. Okay, das gewinnen wir. Also, wenn wir das nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Dann sind wir schon mal bei 7, 8. Er spielt auch Mortar. Wie geil. Ja, dann spielen wir einfach einen eigenen Mortar rein und deffen damit erstmal seinen Mortar. Und wir haben eh einen Level 15 Mortar, also müsste es passen. Okay. Interessant. Boah, das ist echt eine gute Winterreiterin eigentlich, oder? Reicht die aus? Ich glaube ja, ne? Die müsste eigentlich jetzt alles abfangen, entspannt. Ich glaube, den Poison hätten wir jetzt nicht gebraucht, oder? Wobei doch, jetzt hätten wir ihn eh gebraucht. Sehr gut. Jawoll, schaut euch den Value schon mal an. Meine Mutterhexe hier, ganz frech, oder? Das ist jetzt komplett free eigentlich. Oh mein Gott, sehr gut früh gesetzt. Die ganzen Schweinchen sind am Start. Da muss ein Feuerball. Okay, seid ihr, glaube ich, verkackt. Wir bringen jetzt sogar einen Mortar lieber, weil dann haben wir die Evolution schneller. Der arme Gegner, die Bats. Die Bats wurden ja so aus dem Leben genommen. Ich glaube, der gibt auf. Guck mal, jetzt hier würde ich sogar einen Poison bringen. Haben wir den Turm schon mal? Und die Can-Cut geht down. Ich weiß, wir hätten eventuell abwarten sollen, aber ich meine, dafür, dass die Can-Cut down geht, was es wert. Ja, nee. Ja, erstmal so einen entspannten Packer drauf, oder? Und eine Mutterhexe. Er wird wahrscheinlich jetzt einen Feuerball schnell bringen, aber ich glaube, es wird zu spät kommen. Schauen. Ja, kommt der. So, jetzt haben wir noch einen schönen Packer-Push am Start und jetzt gibt es den Evolutionsmortar. Er hat fairerweise auch die Feuerwerkerin. Das ist sogar ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Boah, da habe ich echt nicht so Bock drauf jetzt, ne? Aber egal. Ich aufgepasst. Ich will jetzt halt unbedingt jetzt hier treffen. Ja. Habe ich jetzt ein bisschen gepennt. Habe ich jetzt echt ein bisschen gepennt. Alter, was macht der Königsgeist? Wie bad war das? Ist da noch unsichtbar. Jetzt wird es noch verkacken aus Versehen hier. Boah, die Evolution. Wieso trifft er die? Ach, ist doch egal, wenn er gewonnen. Das Wichtigste. Ich hätte eigentlich treffen müssen, oder? Okay. Nice. Oh, sogar 2-0. Oha. Boah, wir kriegen eine Magietruhe noch. Okay, das ist sick. Wir schauen erstmal im Pass. Wir kriegen 2 Magietruhen. Okay, eine legendäre aus 2 Magietruhen will ich jetzt schon haben. Und? Ich nehme auch 2 legendäre aus 2 Magietruhen. Ey, jedes Mal, wenn wir eine kriegen, sind es 1500 Joker. Aber Hund. Ja, ist auch egal eigentlich. Okay, komm, jetzt 1500 Joker. Wir öffnen die mit dem Truhenschlüssel, stimmt. Dumm sein. Und einfach eine legendäre, komm. Okay, egal, ganz ehrlich, eh gut. Wieso hätten wir keine epischen? 2000 Trophäen. Interessant, okay. Aber wir haben die Evolution zum Glück, die nehmen wir auf jeden Fall rein. Ich würde sogar direkt jetzt hier die Dings bringen, dass wir die Evolution schneller bekommen. Und ich meine, die wird sogar, glaube ich, einen ziemlich guten Job machen. Yep, da sehen wir es auch schon. Sehr nice. Wobei es direkt auch den King aktivieren kann, ne? Das ist das Problem bei dem Deck. Winterreiterin ist ohne Witz echt so geil, auch gegen das Skelett fast, ne? Ich meine auch hier. Er muss hier noch so mies deffen. Wir haben für 2 Elixier fast eine Full-Life Winterreiterin. King ist an, Pfeile drauf, sehr gut. Ich denke, es war es wert. War teuer, aber war es auf jeden Fall wert. Der Hit. Geil. Ich würde es auch, wenn es dumm aussieht, so eine Feuerwehrkrin hier spielen. Die trifft seine und wir machen übel Schaden am Turm. Boah. War es ohne Witz gar nicht mal so dumm, wie es vielleicht aussah. Page rein. Wir haben das nächste Mal die Evolution noch gecycelt. Wir müssen es eigentlich jetzt hier irgendwie so in der Art lösen. Mini-Packer rein. Megalakai da direkt drauf. Und wir hätten jetzt auch die Evolution. Das sollte jetzt eigentlich fit gehen. Wir können die aber auch nicht mit Pfeilen ausschalten, seine Evolution. Oh, das wird natürlich jetzt eklig. Oh, er hat die auf die Fall. Okay, er hat es verkackt, so wie es aussieht. Sehr gut. Dann. Ich glaube, wir bringen das Skami nochmal. Ich denke, das kann man machen. Klar, er schaltet die so aus, aber es geht klar für uns. Wir müssen einfach jetzt ran sein. Er lockt das halt. Er hat halt einen Poison. Wir haben halt keinen Spell drin. Das ist halt so mies. Okay, was wir jetzt machen, ist jetzt, wir bringen hier den Mini-Packer noch schnell davor. Und wir bringen hier einfach Pfeile drauf. Okay, das geht klar. Die schießt auch nicht sehr gut. Er hat die Valkyrie auf die. Okay, die Skellies. Die Skellies. Schon mal gut für uns auf jeden Fall. Okay. Cage wieder defensiv. Skami davor. Sehr gut für uns. Er wird jetzt bestimmt noch irgendwas reinsetzen müssen. Schnell. Wir gehen direkt rein mit der Widerreiterin. Ah, war natürlich jetzt ein gutes Log für ihn, habe ich vergessen. Egal, Feuer wegrennen. Widerreiterin macht so einen guten Job. Das war dumm. Egal, Hexe schnell rein.
Hexe soll das normalerweise regeln können. Gute Hexe, danke. Puh, heftiges Game. Ja, nee, das war jetzt, glaube ich, wirklich lost von ihm. Kriegt halt immer wieder jetzt ein Poison da drauf, bestimmt. Okay, das ist... Die muss halt nur vom Flächenschaden. Yes! Nein! Ah, die stirbt jetzt bestimmt vom Schaden, ne? Egal. Unlucky, ja. Er bringt halt immer wieder diesen Kack-Poison drauf. Beide defensiv. Nice. Okay, wir gehen einfach mit Widerreiterin jetzt rein. Und ich bringe nochmal Pfeile, die treffen wir doch direkt, komm. Ach, wir hätten die Pfeile lieber aufheben sollen, egal. Oh mein Gott, die haben so Feuerwerk und überlebt zum Glück. Der Cage war jetzt dumm, der Cage war egal. Feuerwerk kann hinten, Evolution. Ist einfach nur aufpassen, es sind 10 Sekunden. Ach du Kacke, wir haben echt gewonnen. Ich weiß nicht, wie wir gewonnen haben. Wir haben eigentlich nur Damage, ich weiß es wirklich nicht. Du bist Anführer, okay, das hast du. E-Giant mag ich. Das ist ein gutes Deck. Erstmal bauen wir hinten. Also auf jeden Fall defensiv bleiben mit dem Deck in den ersten 2 Minuten. Also außer wir kriegen natürlich die Gelegenheit reinzugehen. Jetzt hier zum Beispiel würde ich... Ach kacke, der ist ja nicht Level 15. Ja, es war jetzt dumm, ich sage noch defensiv. Das Ding ist, ich habe vergessen, dass der Turm Level 15 ist. Dann hätten wir die ignorieren können. Level 14 wäre es ein Problem gewesen. Ach, und die wird auch noch... Ja. Oh doch, jetzt können wir den King doch aktivieren, glaube ich. Pass auf. Das war jetzt gut für uns. Sehr schön. Das ist gut. Ich schieße auch, glaube ich, nochmal da drauf. Ich will auch, glaube ich, einen Hit am King sogar kriegen. Oh. Clean. Okay, aber ist okay. Wir haben auch Dings. Also der spielt Hawk. Aber wir haben Kanone und Tornado. Da wird er seine Freude haben. Ey, ganz ehrlich, dann bringe ich doch jetzt einfach den ersten E-Giant, oder? Oh, lass auf jeden Fall noch einen Darkmancer davor schieben, schnell. Ich weiß nicht, ob das smart war. Aber wird es noch defen jetzt irgendwie, ne? Ja, das war gut, denke ich. Ist denn der... Oh, er failed! Was ist das denn? Junge, das ist ein E-Giant, hä? Du musst doch wissen, wie ein E-Giant funktioniert. So, zack, ranziehen. Ah, halt Level 15, Turm Phoenix muss dran, bitte. Jawohl. Sehr gut. Okay, einfach nächster E-Giant nach hinten. Das ist schon mal guter Damage. Er läuft zurück, das ist okay. Den Damage lassen wir jetzt dieses Mal zu. Das Wichtigste in der Doppel-Elixier-Phase, einfach diesen großen Push aufbauen. So, wir müssen aufpassen, der wird jetzt 100% mit der Evolution kommen. Ja, sag ich ja. Ich würde die jetzt sogar blitzen. Das war, glaube ich, dumm, ne? Wir hätten auch mit Tornado, egal. Das war es wert, die zu blitzen. Wir hätten aber vielleicht lieber mit Tornado arbeiten sollen. Aber es ist völlig in Ordnung. Okay, dann lass sogar jetzt hier einen Dark Prince schnell reinbringen. Ich hoffe... Alter, wir kommen da noch ran, oder? Nee, macht er gut. Kann die bitte sterben einfach? Der macht er jetzt aber wirklich gerade ein bisschen sehr gut sogar. Sekunde. Lightning hat er auch noch. Oh Gott, okay. Wir führen noch. Hat er gut gemacht. Oh Gott. Ey, ohne Witz, der Gegner macht das gerade leider richtig gut. Auch die Kanone wird auch fett mitgetroffen. Digga. Wie? Ich kann nichts machen. Die Evolution nimmt uns vor allem absolut tops. Ich kann ja gar nichts machen dagegen. Ich muss eigentlich jetzt hier blitzen. Das gibt's nicht. Nichts machen. Oh mein Gott, du cyclest es wie alle... Oh mein Gott, er cycelt Lightnings einfach. Ich kotze im Strahl. Das ist ekelhaft. Das ist so eklig. Ich kann halt nichts machen jetzt irgendwie. Man, diese Feuerwehr kann halt nicht ran. Ich kann halt nicht immer mal einen Blitz drauf werfen. Hier auf jeden Fall schon mal Bahnfass rein. Sehr gutes Timing. Okay, wir warten ab. Sehr gut, Blitz auch nochmal wichtig getroffen. So, jetzt die Chance. Er verkackt das jetzt gerade. Komm, Overtime ist unsere Chance. Das ist der Bomber von links getroffen worden. Egal, er verkackt das. Schlechter Inferno-Turm. Okay, was wir jetzt machen müssen, ist direkt blitzen. Direkt blitzen auf jeden Fall. Zack, Blitz trifft auch hier nochmal. Ah, es ist schwierig jetzt. Jetzt blitzt er natürlich auch. Oh, shit, ich glaube, das war's. Leck mich fett, Alter. Ich habe eine Einstelle zu viel Schaden kassiert. Okay, du spielst... Was ist das denn? Ach, du kacke Leute. Was ist das? Ein E-Bub-Cycle mit Freeze oder was? Also, wenn ich das schon sehe... ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie spielen wir es am besten aus? Ich hätte fast gesagt, wir gehen jetzt hier rein. Und dann drücken wir einfach gleich die Fähigkeit, sobald er in der Hälfte ist, ne? Ja, ja. Dann sterben die halt schon mal. Eine Reflexion und wir kriegen auch schon mal ein bisschen Damage dran. Ich denke, das kann man so spielen. ETF, willst du mich verarschen? Was macht der denn jetzt? Was? Was ist das denn jetzt? Ja, gerne, ne? Aber kann ich mich echt nicht beschweren, würde ich sagen. Wir freezen jetzt hier links. Oh mein Gott, ja. Wir sind dran. Er checkt es. Wobei, der Freeze war jetzt vielleicht gar nicht mal so schlau, ne? Ich meine, der Golden macht natürlich jetzt auch... Wobei, war schon ordentlich Damage. Level 15 Turm halt leider auch. Level 4. Das ist halt der Nachteil, ne? Ey, der stößt in die falsche Richtung jetzt, ne? Egal. Weil ich weiß nicht, ob es so smart von ihm war, da jetzt reinzugehen. Wobei, geht halt halbwegs klar, ne?
Dann lass es hier in der Brücke splitten. Der hat jetzt halt gleich Doppel-Elixier-Phase. Aber man muss es echt aufpassen. Prinzessin war, glaube ich, nicht so smart. Auch vom Timing her. Bringe ich da die Pfeile rein, dann ist die schon mal weg. Jawohl, wichtig. Wir haben den Turm. Oh, das war, glaube ich, auch kein guter Golden Knight jetzt nochmal. Zack, Valkyrie rein. Die schießt nicht einmal. Wie schlecht. Wie schlecht einfach. Gehen es einfach selber rein. Ja, wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. Let's go, das ist es. Let's go. Richtig. Wir freezen hier einfach. Einfach für den Spaß hier nochmal. Ey, das war nice. Das war sehr gut für uns, die Runde. Okay, 7830. Der nächste Rekord ist erreicht. Wir kriegen Gems schon mal. Wichtig. 6400 Trophäen und Morta mit der Evolution. Sehr gut aktuell. Wir starten mit dem Eisgeist. Und links Goblins, falls er das deft. Oh, gutes Timing. Okay. Dann lass ihn sogar noch loggen, dann kriegen wir bestimmt keinen Hit. Und gehen noch rechts mit dem Hawk direkt selber rein. Er hat Beatmiss ready, wenn er einen Freude hätte. Oh mein Gott, was ist das denn, hä? Das ist jetzt sehr, sehr random gerade. Auf ganz safe, ja. Sehr schöne Verteidigung schon mal direkt. Oh, das sieht richtig gut aus. Jetzt bringen wir hier noch Goblins einfach rein. Ja, wir zünden den mal, da wird er noch zurück. Ich weiß nicht, ob das der Play war. Ich glaube, es war nicht der Play. Aber ist okay. Sehr gut. Oh, das ist ein wichtiger Kite gewesen. Okay, schöne Defense schon mal. Es geht aber noch halbwegs fit, denke ich. Mit dem Eisgeist. Oh, okay. Ja, war klar, das ist egal, das ist okay. Weg den nächsten Hawk davor. Ja, das Game läuft jetzt richtig entspannt. Wir haben gleich die nächste Evolution, auch wenn es so weitergeht. 1-0. Gut. Ey, der spielt echt Mega-Ritter. Das Ding ist aber, was bringt es ihm halt eigentlich groß? Ne? Wir haben jetzt hier direkt den großen Gräber. Wird auf jeden Fall noch ein Eisgeist. Okay, er spielt jetzt hier einen ekligen Freeze. Muss ich ihm lassen, der war echt nicht nice für uns. Aber am Ende hier, ne? Morta kann gut deffen. Boah, schaut sich an. Verteidigung. On point hier. Ah, noch nicht ganz on point. Müssen wir mal aufpassen. Jetzt hier nochmal schon die Goblins rein. Er kann jetzt halt auch vielleicht wieder direkt. Geht noch. Nee, hat keinen Freeze. Und jetzt hat er halt ein großes Problem. Jetzt bringen wir nämlich einfach hier den Morta rein. Den Evo-Morta. Und er ist dran. Boah, das ist so eine Rasur mit dem Evo-Morta. Am besten hier nochmal so. Der wird nämlich nochmal gezündet hier. Eisgeist. Aber die waren schlecht, die sollten eigentlich den anderen, egal, zurücknocken. Jetzt müssen wir gerade sogar noch mal ein bisschen sehr aufpassen, ehrlich gesagt. Haben wir ein bisschen verkackt gerade. Oh, der Eisgeist! Das war so wichtig nochmal. Ich hätte es fast verkackt gerade, nämlich. Ah, sehr nice. Nochmal hier den Mortar einfach rein. Let's go! Es war noch knapp, das Ende. 7860. Wenn wir jetzt gut uns ranhalten, sind wir gleich bei 7,9. Okay, Deck von Lugge. Oh, ich liebe das Deck. Wir haben Platz 3 der Welt beim Weihnachtsturnier früher vor 4 Jahren. Oh, sag jetzt nicht, dass wir gegen Lorgbat spielen. Das ist so schlimm, wenn wir gegen Lorgbat spielen. Wir haben ein ganz schwieriges Matchup. Okay, das kann es sogar gut werden. Wenn er jetzt hier verkackt eventuell. Okay, leider ein Mega reingesetzt. Okay, schade. Ich hoffe, das Entfernen-Placement war nicht schlecht. Ich glaube, es hat gesessen. Wenn er außer, ist natürlich ein Sepp. Nee, sehr gut, okay. Ist in Ordnung. Ja, das war ein bisschen dummer Flächenschaden. Aber ich frage mich, was hat er denn jetzt so defensiv? Das jetzt? Okay. Das ist Verzweiflung. Aber das Ding ist, das muss ich aufpassen. Aber ich glaube, die sterben zum Glück von der Bombe. Ansonsten haben wir nicht ein Problem. Ja, ein bisschen spät, aber es geht noch. Okay, Alter. Anspannung kurz. Okay, alles gut. Alles okay. Alles okay. Ja, das gibt's nicht. Geht auch auf den... Ach, gee. Wer spielt mit dem Königsriese? Mit... Was ist das denn? Das ist sehr gut. Okay, wir warten noch extra ab. Wir warten ab. Wo bleiben die Bats? Er spielt sie gar nicht. Auch gut. Viel zu spät, zwei Hits, sehr gut. Vielleicht noch die Todesbomben. Wäre sehr, sehr nice, wenn es irgendwie klappen würde. Tornado drauf. Sehr gut. Jetzt muss halt ein bisschen aufpassen, natürlich mit der Prinzessin gerade. Holzfäller hinten. Ach, kacke. Oh je. Das ist nicht sein Ernst, Alter. Was ist das denn? Ach du Kacke. Und wir müssen halt irgendwie gleich mal diese Prinzessin. Wir ignorieren die jetzt einfach erstmal. Wisst ihr, was wir machen? Wir ignorieren die, gehen einfach rein. Freeze drauf, der ist wütend, der Loon. Ich glaube, es reicht aus. Yes! Ganz wichtig, Leute. Wir sind bei 7886 nämlich damit. Geil. Okay, wir haben Boom. Erst bei 5000 und... Oh Gott. Ja, gut. Wie soll ich damit Schaden machen? Okay. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich gewinnen soll. Ich habe wirklich gar keine Win-Condition reingepackt bekommen, teilweise. Okay, das geht fit. Das geht fit. Klar, King ist direkt aktiviert. Ich weiß, es geht natürlich besser, aber ich meine an sich... Ja, okay, eigentlich geht's nicht fit, wenn ich doch ehrlich bin. Er hat noch Pfeile. Okay, das ist natürlich jetzt bitter. Er hat noch Pfeile. Oh mein Gott, das ist so bitter, dass er noch Pfeile hat. Ich weiß echt nicht, wie wir das gewinnen wollen.
Poison wieder. Ist okay, er muss ein Poison setzen. Okay, wir haben jetzt die Evolution. Die Pfeile reichen ja nicht aus gegen die Evolution, immerhin. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das ansatzweise gewinnen wollen. Erstmal Tesla defensiv, dass er einfach nicht jetzt reingehen kann. Und jetzt ein Mega-Ritter, okay. Das Ding ist, er wird halt gleich den nächsten Poison einfach bringen. Das ist schon mal gut. Das war, glaube ich, nicht so smart von ihm. Wir können jetzt einen Feuerball draufbringen einfach. Und jetzt hoffe ich halt, dass wir einfach ein bisschen Glück haben und er uns Value gibt. Wir loggen das auf jeden Fall nochmal und hauen jetzt hier einen Wutzauber drauf. Sehr gut, er hat verkackt. Er hat verkackt. Was macht er denn? Ah, leider die Evo-Barbaren. Schade. Schön. Und einfach immer die Feuerbälle nutzen. Das ist halt dumm, aber was soll ich halt machen? Dann kriegen wir immer ein bisschen Schaden und der Ding ist... Ja, sehr gut. Einfach Tesla. Ich meine, wir haben Schadensvorsprung. Er muss eigentlich was machen, dass er einfach nicht reingehen kann in Tesla. Der Poison bringt dagegen nichts. Sehr gut für uns. Okay, Mega-Ritter hinten. Oh, jetzt beginnt er übertrieben Spells zu cyclen. Merkt ihr das? Oh, wie räudig. Ja gut, das soll ich halt sagen, ne? Ist halt smart. Kann es halt auch eigentlich schlecht eine Feuerwehrkern gerade bringen. Weil er dann übel die Pfeile... Okay, jetzt hat er die Pfeile rausgehauen, das ist gut. Ja, was soll ich halt sagen? Der nervt es halt, der Entfernung. Pfeile sind aber raus, wenigstens, ist gut. Log bringt nichts. Dagegen Log bringt nichts. Wir gehen mal sogar rein, komm. Warum eigentlich nicht? Das war jetzt kein Fehler. Phoenix. Ich schau mal einen Wutzauber drauf. Zack, sehr schön. Wichtiger Hit wieder. Und jetzt passt auf. Jetzt sind wir eigentlich auch... Jetzt bringe ich ihm einfach die Evolutionsfeuerwehrkern noch rein. Und die schießt jetzt mal hier auf den Turm. Pfeile reichen nicht aus. Seppi ist davor. Ja, ja, ja. Er muss noch loggen, ist okay. So, und jetzt haben wir ihn eigentlich. Ne? Wir können jetzt hier einen Tesla bringen. Jetzt hier ein Feuerball. Er hat auch irgendwie keine Win-Condition. Ich glaube, es reicht sogar aus mit Wutzauber. Er macht doch Schaden, oder? Stimmt, der Wutzauber. 80 Schaden, hä? Wie viel? 80? Okay, das ist die letzte Stufe schon mal. 7915. Das ist, das ist so wichtig jetzt zu gewinnen. 3 Games. King of Cash, mein früherer Pay-to-Win-Name. Wieder Mega-Ritter. Ach nein. Wildhexe, aber wir probieren's. Ey, was ein guter Start für uns, hä? Aber, ich würde das gute Start, glaube ich, mal zurücknehmen. Wir haben gerade gar nichts im Cycle gegen den Dings jetzt. Hab halt nichts, leider, mit dem Deck. Viel zu teure Karten halt auch leider. Okay, es geht, aber wir haben jetzt wenigstens einen Hexe-Push am Start. Dann lassen wir den Hit sogar zu, würde ich sagen, und bringen jetzt eine Prinzessin an die Brücke. Okay, super Start. War aber auch sehr aggressiv gespielt von ihm. Ja, war vielleicht auch nicht so dumm. Egal, bringen Baby drauf einfach. Ja, gut. Ich würde jetzt nicht so aggressiv gehen, wir warten lieber. Wir haben sonst nichts im Cycle defensiv. Das ist wiederum nicht so geil. Wir bringen jetzt hier den Mega-Ritter drauf. Wir werden Schaden kassieren. Aber es war so ein guter Mega-Ritter für uns. Schaut euch den Mega-Ritter an. So, was wir da jetzt machen, ist die Frage. Wir könnten Koboldfass bringen. Wir warten mal. Jetzt ein Koboldfass. Sehr, sehr schön. Okay, sehr gutes Koboldfass für uns. Skarmy könnte kommen. Kommt nicht rechtzeitig. Hat keine... Ah, Pfeile kommen, aber ist gut. Ist gut. Feuerball. Wir sind in der Feuerball-Range. Sehr gut. Wir müssen eh cyclen, dann bringen wir jetzt einfach schnell einen Feuerball. War natürlich jetzt nicht das optimale Timing, aber ich denke, es war gut. Ich schreibe danke, warum auch immer. Das geht klar. 2 Hits nehmen wir mit. Müssen wir jetzt halt hinnehmen. Ja. Okay, er bringt die Valkyrie. Wir bauen jetzt einen Hexe-Push auf. Ich hoffe, er wird jetzt nochmal richtig viel Elixier auf der linken Seite investieren. Und bisher habe ich noch keine Option für ihn gesehen, meinen Push zu deffen, ne? Oder habt ihr irgendwas gesehen, was jetzt krass wäre? Nee, oder? So, jetzt kommt Rabauken rein. Das ist ja gut für uns. Den Hawk ignorieren wir jetzt und bringen direkt einen Feuerball. So. Schaut euch das jetzt an. Zap direkt noch auf Gant. Jawohl. Prinzessin so ein bisschen ransneaken, falls ein Skarmy jetzt noch reinkommt. Nee, Valkyrie ist aber trotzdem in Ordnung. Sehr gut. Okay, was machen wir jetzt am besten? Ich würde kurz abwarten. Den Mega-Ritter würde ich immer aufheben eigentlich. Sehr, sehr gut. Richtig. Gebe ich eure Hälfte. Richtig, sehr gut. Okay, und jetzt einfach die nächste Dings bringen. Das nächste Koboldfass. Ich wollte schon Zap-Predict bringen. Kommt, egal, sehr gut. Trotzdem wieder. Nächster guter Feuerball für uns wieder. Sehr gut. Jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, genau auf sowas nämlich. Genau dafür heben wir uns immer den Mega-Ritter auf, dass sowas halt natürlich nicht so gefährlich werden kann. Das ist so gut für uns. Er wird ein bisschen Schaden machen, aber es wird nicht gefährlich für uns werden. Ich versuche sie... Okay, das war jetzt ein bisschen dummes Timing. Oh mein Gott. GG's. Okay, das war's. Das war's auf jeden Fall. Let's go. Nächster Win. Okay, Ultimate Champion mit E-Giant Mega-Ritter. Leute, was habt ihr mit eurem verdammten Mega-Ritter? Ohne Witz, ich... Okay, das ist das vorletzte Game, wenn wir jetzt gewinnen. Das ist halt auch Level 15, dadurch sind die Goblins halt auch nicht so gut. Dann bringen wir so mittig so eine Kanone. Oh, das ist übel entspannt. Das können wir noch einen eigenen Mega-Ritter reinbringen. Oh, da hat er hart verkackt. Sehr gut. Schlechter Start vom Gegner. Weil wir hätten den King aktivieren können, aber nee, besser ist es, glaube ich, so. Oh, yes. Oh, der war nice. Der war nice, der Magieschütze. Ich meine, schon mal 500 Schaden und dazu noch einen Magieschütze auf dem Feld kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und er spielt Inferno-Turm.
Das ist gerade eher das Problem. Es spielt halt allen Ernstes Inferno-Turm. Also vielleicht ist sogar eine Option, gleich reinzugehen. Oh, was ein schlechter Play von ihm. Das auf jeden Fall ist die Chance, reinzugehen. Sofort an die Brücke rein. Sofort rein an die Brücke. Ganz schlecht gespielt von ihm. So, was wir jetzt machen? Erstmal gar nichts. Das ist sehr gut für uns. Oh, das ist so gut. Vorher müssen wir es eigentlich... Der ist, glaube ich, nicht in Range, oder? Nee, egal, ist in Ordnung. Sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Was ein Fail vom Gegner. Und jetzt würde ich einen Feuerball setzen. Das Ding ist, wir treffen, glaube ich, nicht beide. Aber es ist trotzdem okay. Aber er hat Erdbeben und es ist noch nicht vorbei. Der hat auch Inferno-Turm, der Typ. Das ist also jetzt... Ah, unsere Kobolde sind Level 15. Die sind ja geboostet. Was ist das denn jetzt, hä? Also so wird es aber nicht funktionieren. Kanone außen. Oh, der Flächenschaden vom Mega-Ritter. Der Flächenschaden tut ihm gerade richtig weh. Wir lassen uns bewusst einen Hit zu. Schieben jetzt hier noch schnell Goblins davor, nämlich. Genau, wunderbar. Schieben sogar noch Bats davor, wird es noch ekliger für ihn. Und hauen jetzt noch einen E-Giant nach. Die Pfeile haben jetzt aber wehgetan, aber egal. Schaut's euch an. Ist das mies für ihn jetzt. Er kann nichts machen. Da ist die Evolution. Ich würde es einfach ruhig bleiben und den Feuerball setzen. Die muss einfach nur treffen. Sehr gut. Weil diese Evolutionen sind einfach angsteinflößend, wirklich. Sehr geil. Ja, nice. Goblins hinten, Bats drauf. Megata ist eh im Cycle, also... Ein Sieg. Ein Sieg. Ey, ihr habt... Ohne Witz, ihr habt so Probleme mit dem Mega-Ritter, ne? Die Frage ist, reicht es jetzt aus fürs nächste Game? Reicht es aus? Ja. Ja, es reicht aus, wenn wir gewinnen. Okay. Okay, GTA Richmond, das letzte Deck. Ballon Cycle, das ist gut, das schaffen wir. Auf geht's. Entscheidendes Game für 8000 Trophäen. Wie geil sieht die Arena eigentlich aus bei 8000? Wusste ich gar nicht. Boah, ich will Feuerwerk rennen. Okay, ist in Ordnung. Wir starten mal direkt mit dem Dart-Koppeln. Und wollen vor allem auch unseren King Tower direkt aktivieren. Das ist eigentlich vor allem der Plan. Oh, okay, das ist wild. Er lässt halt, das darf er eigentlich nicht machen. Er lässt uns direkt den King aktivieren und failt hier noch bei Bahn. Okay, das ist ein wilder Auftakt für uns. Sehr, sehr gut. Ich könnte noch einen Loon nach, ich hätte einen Loon direkt nachhauen sollen, ne, wegen dem Wutzauber. Dann lasst ihn jetzt noch rein. Ich glaube, der Loon war jetzt aber nicht, er hat jetzt bestimmt noch irgendwas Gutes. Okay, Kanone wird jetzt nicht so viel helfen schon mal. Es geht. Ja, wobei doch, war nicht gut für uns. Nee, jetzt war nicht der Play, muss ich ehrlich sagen. Genau so, einmal schießen lassen. Wunderbar, ja. Ich meine, klar, Barbaren fast nervt es immer ein bisschen. Und irgendwie habe ich den E-Giant doch etwas unterschätzt, sage ich ehrlich. Der, was, hä? Ja, krass, aber es geht. Wie kommen wir ran? Der Typ hat halt Kanone und Minions. Da haben wir halt auch leider keine Pfeile, keine Freeze oder sonst irgendwas. Es wird nicht leicht werden. Und dann noch die Evolution später mit der Feuerwerkerin. Okay, was wir machen müssen, ist eigentlich halt hier einen guten Tesla. Und der Typ wird uns halt vielleicht auch noch einen ultra dummen Lightning reinklatschen oder so. Ist mit allem zu rechnen. Deswegen müssen wir da jetzt natürlich aufpassen. Okay, darauf haben wir gewartet. Das ist gut. Darauf haben wir gewartet. Das ist sehr gut sogar. Dann jetzt hier eine Goblin-Gang. Ja, da ist der Lightning. Deswegen habe ich extra so lange abgewartet. Es war gerade so wichtig abzuwarten. Problem ist es nur, dass die Spear-Gobs hier nach außen laufen. Das war jetzt nicht der Plan. Es geht. Halbwegs. Oh je. Ja, er kann es halt gut deffen. Das ist halt das Problem, ne? Er kann es halt wirklich gut deffen. Tesla wird langsam erstmal stehen bleiben normalerweise. Ja, wichtig. Ist bestens gewesen. Da ist der Blitz. Da ist halt der Blitz. Nado kommt. Ist aber in Ordnung, glaube ich noch. Dart-Goblin macht das sehr gut gerade. Oh, so wichtig. Die schießt auch hoffentlich nicht mehr. Nee, sehr gut. Der Bahnpass reicht ihm nicht aus. Der ist dran, zumindest für 2-3 Hits oder so, ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Er muss jetzt aufpassen. Komischer Nado auch. Da ist der Dart-Goblin jetzt dran. Was macht er denn da? Übel Fail von ihm. Übertrieben großer Fail von ihm. Wir haben es eigentlich. Wir gehen rein jetzt nochmal. Feuerball wird nicht ausreichen. Ich bringe Minions Predict. Ah, werden die getroffen? Ah, wir haben gewonnen. Ja, geil, gegen E-Giant. Let's go, Clashfest, 8000 Trophäen erreicht. Und im Abstand seht ihr noch, wie ich das teuerste gegen das günstigste Deck in Clash Royale gegen Big Spin gespielt habe. Und zum anderen, wie ich die besten Troll-Bases in Clash of Clans getestet habe. Haut rein, bis zum nächsten Video und danke für euren Support. Ciao.